Okay, da wir beim letzten Mal in der Sendung über OLAMA und Large Language Models geredet haben, wie man die lokal auf seinem Rechner installieren kann, habe ich mir gedacht, das hat in einem KI-Kurs, wo ich vortragen da war, eigentlich ganz gut funktioniert, wenn man das einfach mal herzeigt, wie das funktioniert. Und zwar, man geht einfach auf Google, sucht nach OLAMA, dann wird man die App OLAMA finden, klickt drauf. Ladet sich das runter, was man braucht, also entweder für Mac, Linux oder Windows. Das heißt, runterladen, erlauben, zack, wenn das dann fertig runtergeladen ist, installiert man das einfach. OLAMA läuft dann im Hintergrund. Und was man dann macht, ist, man öffnet das Terminal. Das kann bei Windows ein bisschen anders heißen oder bei Linux. Man könnte es theoretisch auch auf einen Server installieren oder auf Docker. Das findet man alles unter GitHub. Da ist die komplette Anleitung drinnen. Das heißt, wenn man da nach unten scrollt, findet man jeden Schritt dazu, wie man das dann installiert. Das heißt, es gibt dann unterschiedliche Modelle von Llama 2, von Llama 2 unzensuriert, von Llama 2 13 Billionen Datensätze, von Llama 2 70 Billionen Datensätze. Umso größer das Modell da wird, umso mehr Speicherplatz benötigt es natürlich dann auch. Und die Hardwareanforderung steigt. So, wenn wir jetzt ein Llama installiert haben und uns für eins entschieden haben, ich nehme jetzt in dem Fall das mittlere Modell, ich nehme jetzt das Llama 2 13 Billionen Datensätze. Das heißt, dann kopiere ich mir diese Textzeile heraus. Das heißt, ich zoome da jetzt auch einmal ein bisschen rein, dass man das sieht. Das heißt, Llama run Llama 2 Doppelpunkt 13b für 13 Billionen. Das heißt, wir kopieren das raus. Und was wir dann wieder machen, ist das. Wir öffnen das Terminal. Das heißt, das kann man bei Windows machen, das kann man genauso gut bei Mac machen. Man öffnet dieses Terminal. Ich schwenke jetzt ein bisschen auf ein größeres Fenster, dass man es auch mitschauen kann. Und ich kopiere einfach den Code hier rein. Wichtig, der muss genauso lauten, wie er da steht. Und es muss Llama im Hintergrund rennen. Jetzt drücke ich Enter. Und jetzt installiert das Ganze ein bisschen. Das heißt, es wird jetzt der Datensatz runtergeladen. Das seien jetzt 7,4 GB, die runterzuladen seien. Hoffen wir, dass das jetzt ein bisschen schneller geht und das jetzt nicht 9 Minuten dauert, weil sonst werde ich das Ganze einfach ein bisschen vorspulen dann im fertigen Video. Und man sieht dann, wie es weitergeht, wenn es soweit ist. Okay, jetzt nähern wir uns in Endspurt und Llama hat Llama 2 bald lokal installiert. Ihr müsst das jetzt nicht jedes Mal machen. Also wenn das einmal installiert ist, ist es installiert und ihr könnt es benutzen. Jetzt haben wir noch 5 Sekunden und wir sind beim Fertigwerden. So, jetzt ein Kim No, glaube ich, ein Schritt bevor es zum Starten wird. Der dauert aber nicht lang. Und sobald diese restlichen Schritte dann auch erledigt sein, können wir eigentlich hergehen und dann Llama 2 von Meta benutzen. So, jetzt sollten wir es wirklich haben. Okay, wir sind sozusagen fertig mit der Installation auf unserem Rechner und können jetzt dann die Eingabe hoffentlich bald starten. Ja, jetzt sind wir bereit und jetzt können wir Llama 2 Fragen stellen. Hallo, wie geht es dir? Und wir kriegen dann auch eine Antwort. Okay, er antwortet mal jetzt auf Englisch. Jetzt kann man ja fragen, kannst du mir auch auf Deutsch antworten?
und schauen mal, was retourkommt. Sehr gut. Okay, jetzt kennst du den Techtelmechtel-Podcast als Beispiel. Und wahrscheinlich sagt er hinter nein, weil von denen hat niemand Ahnung. So, das heißt, das basiert jetzt natürlich darauf, was ihr für ein Datenmodell verwendet habt, wie viel Daten der hat und wie weit das Modell agiert, weil es ladet sich natürlich jetzt keine Daten aus dem Internet. Das heißt, das ist lokal bei euch auf dem Rechner gespeichert oder auf dem Mac. Ihr könnt das verwenden und ihr seid beschränkt mit dem, was halt in dem Modell im Moment drinnen ist. Es kommt kein Update mehr dazu, außer ihr ladet es neu nach. Und was jetzt dabei wichtig ist, weil das werden sich jetzt auch viele fragen, okay, jetzt habe ich das am Rechner installiert, was passiert denn jetzt an, wenn ich das jetzt schließe und wieder aufmachen will? Muss ich dann wieder das Ganze installieren? Nein, muss man nicht. Ich schließe das jetzt einmal. Das heißt, ich mache das Terminal zu. Und was jetzt passiert ist, es ist jetzt bei mir geschlossen. Jetzt öffne ich das Terminal erneut. Dann wird es relativ blank aussehen und ich kopiere mir wieder diese Textzeile rein. Das sieht man da jetzt dann überhaupt das? Machen wir da das Fenster. Das ist jetzt das neue Fenster, dass man das schön sieht. So, ich kopiere mir jetzt dann wieder diese Textzeile rein. Das heißt, fangen wir wirklich von vorne an. Zack. Starte und ich bin sofort startklar. Und jetzt kannst du mir mehr über das Klima erzählen. Danke. Immer freundlich sein zu KIs. Man weiß nicht, wann sie sozusagen anhelfen oder nicht. Kannst du mir mehr über das Klima erzählen? Danke. Also, das heißt, wir kriegen da Antworten. Und die sind dann mehr oder minder ausführlich. In dem Fall, das 70-Billionen-Modell liefert eigentlich ganz gute Daten. Also, man kann als noch größere verwenden, dann hat man einen noch größeren Datensatz. Jetzt werden sich vielleicht auch noch manche fragen: Okay, ich habe das jetzt installiert, aber wie kriege ich denn das jetzt wieder von meinem Rechner runter, wenn ich das nicht mehr brauche? Und das ist auch nicht sehr schwer, sondern ich gehe jetzt einfach wieder auf die klassische Website von Olama oder in dem Fall auf GitHub von Olama und schaue mal an, wie ich jetzt diesen Code wieder verwende, um das Modell zu de oder um das Modell de oder zu deinstallieren. Dazu, ich empfehle jetzt vorweg eins, schließt wirklich das Terminal. Ich erkläre euch jetzt gleich, warum. Also macht es wirklich zu oder macht es ein neues Fenster auf. So, das heißt, ich mache das jetzt auch. Jetzt sind wir wieder auf der Website. Und zwar, einerseits sollte man merken, was ich für ein Modell installiert habe. Wir haben das 13 Billionen Modell installiert. Das war das. Jetzt dann suche ich nach Remove und da kriege ich den Code. Olama RM Llama 2. Den kopiere ich mal. Und jetzt mache ich ein neues Terminalfenster auf. So, damit ihr das jetzt auch wieder seht. Das ist jetzt nur das alte Fenster. Ganz kurz einen Moment bitte. Und jetzt solltet ihr das neue Fenster sehen. Jetzt kopiere ich den Code rein und muss jetzt noch was ergänzen. Ich probiere es jetzt aber einmal aus. Weil dieses Modell findet er nicht, weil wir haben Llama 2 so nicht installiert, sondern wir haben das 13 Billionen Modell installiert. Und dazu muss ich noch einen Doppelpunkt dazu machen. Bevor ich jetzt aber deinstalliere, mache ich jetzt nochmal Run Llama 2 13b. Weil, wenn ich den Code jetzt, wie man jetzt bin ich in Llama 2 drin. Wenn ich den Code jetzt reinschreibe, wird er mir eine Fehlermeldung auswerfen. Genau, er versteht den Befehl nicht, weil
Jetzt bin ich nicht mehr im Terminal, sondern jetzt bin ich im Large Language Model von Llama drin und deshalb erkennt er das nicht. Und deshalb empfehle ich, die einfachste Methode, um das zu verhindern, ist, ich mache das Terminalfenster einfach zu, beende es, dann ist es erledigt und ich mache mir ein neues Fenster auf. So, jetzt kriegst du es gleich wieder zu Gesicht. Wo ist mein Fenster? Zack, zack, zack. So, das heißt, ihr seht es da jetzt. Ja. Nein, so. Also, das heißt, ihr seht jetzt das Fenster wieder. Und da habe ich jetzt ein frisches Terminal und jetzt kopiere ich rein: Llama RM, was für Remove steht, Llama 2. Und in dem Fall schreibe ich noch 13b rein. Und jetzt kriege ich die Meldung, Llama hat Llama 2 entfernt. Und damit bin ich fertig. Damit weiß man, wie man Large Language Models lokal installiert. Vorteil ist Datenschutz und sonstige Anwendungen, die man nicht unbedingt möchte, dass im Internet drin sind. Ich hoffe, das hat in einem oder anderen geholfen, dass er mal dieses Experiment wagt und das ebenfalls ausprobiert. Freue mich, wenn es einen Kommentar dazu gibt oder wenn es noch Fragen gibt und ich die eventuell beantworten kann oder der Clemens. Also dann, Dankeschön und ciao.